Also, endlich geschafft. Das habe ich ja schon länger gehabt, dieses Schnittmuster. Und zwar könnt ihr da drei verschiedene Arten von Tierchen machen. Bleibst jetzt weg. So, der Bär, die Katze und auch der Hund, das Lamm, längere Ohren, das Kaninchen. Also ich sehe da mehrere Tiere drin. Hinten nochmal die Beschreibung, was ihr alles für Stoffarten verwenden könnt und wie viel ihr braucht. Das ist natürlich nur eine Empfehlung. Ich habe so einen super soften Kuschelstoff, so einen Plüschstoff verwendet von Kulalu. Der franzt auch nicht aus. Da dachte ich mir, habe ich ein leichtes Spiel mit dem Nähen. Wenn ihr einen nähen könnt, könnt ihr die anderen auch nähen. Die sind recht gleich. Es gibt noch was Kleines beim Kerl in der Mitte zu beachten. Ihr kriegt eine deutsche Beschreibung sowie eine französische. Da sieht man auch rechts nochmal, wie man es legen sollte. Ich habe aber einen Nina-Tipp, wie es besser funktioniert. Ich schaue natürlich mir gern die Anleitung immer an, aber schaue natürlich, wie kann ich es verbessern? Wie kann ich es euch erleichtern? Wie kann ich es mir erleichtern? Da ist natürlich alles nochmal genau detailliert. Diese Zacken habe ich zum Beispiel gar nicht ausgeschnitten, weil ich fand, dass die eigentlich passgenau aufeinander lagen, dass man es nicht braucht. Könnt ihr aber natürlich auch machen. Werden schöne Kärchen, werden ein bisschen größer als gedacht. Seht ihr dann auch? Wir haben hier die Katze, hier seht ihr Nummer 5 und Nummer 6. Es gibt immer einen Vorder- und einen Rückteil und das wird doppelt geschnitten. Die sind aber nicht gleich. Da ist zum Beispiel der vordere Part, wenn ihr jetzt seht, hier wegen schmaler. Dann ist hier der Bär. Da haben wir die Nummer 3 und die Nummer 4. Da seht ihr die Ziffern drauf. Und dann haben wir noch als letztes nochmal Lämmchen, Hund oder länger mit Ohren Kaninchen. Ich sehe da wirklich mehrere Tiere. Ich weiß nicht, was ihr da sagt, was das ist. Also wenn man jetzt die Ohren ein bisschen länger macht, hier finde ich, können es auch ein Kaninchen sein. Das ist noch die 2 und die 1. Ich nehme, wie gesagt, diesen super Flauschstoff. Den verlinke ich euch auch nochmal. Oder ihr könnt auch nochmal so einen Teddy-Flausch nehmen. Von der Größe her, das ist ideal, wenn ihr also dieses Fein und Teddy von Kulalu und auch dieser dünne Stoff, der hat genau die gleichen Abmaße und er ist wirklich richtig kuschelig, wobei ich denke, dass der mehr fuseln wird, wenn ihr den schneidet. Und 100 x 75 cm, das braucht ihr, um das doppelt zu legen und für die Vorder- und Rückseite. Hier heißt es 0,8 bis 115, das ist immer schwierig, aber ich habe es draufgelegt, seht ihr, das passt genau für den Teddy. So wie auch mit diesen vorgefertigten, das ist genau die gleiche Größe mit diesem Softkuschel. Da habe ich auch noch was übrig, ihr könntet auch hinten noch ein kleines Schwänzchen machen, so einen kleinen Bommelschwanz draus, habe ich jetzt weggelassen. Wichtig ist, dass das doppelt liegt und dann wird es geschnitten. Ihr seht auch hier ist die Nummer 3 und 4 gegenüberliegend. Das ist immer ganz wichtig, dieses Seitenverkehrte, aber wenn ihr das einmal zusammenschlägt, den Stoff, dann habt ihr eine rechte und eine linke Seite. Ja, das muss immer seitenverkehrt sein. Ich schneide hier alles so zu, wie es das Schnittmuster auch vorgibt. Wir haben hier die Abnäher. Jedes Teil hat zwei Abnäher und zwar unten und an den Füßen. Ich glaube, das Kaninchen, Hund, Hase, das Kerlchen in der Mitte hat noch an der Nase einen Abnäher. Das schneide ich jetzt so zu. Ich habe es hier auch auf der rechten Seite geschnitten. Es ist eigentlich egal, links oder rechts. Und ihr tut euch wirklich einfacher, wenn ihr einen Rollschneider benutzt. Und dann noch mit der Schere einfach die Ränder nochmal hier sauber abschneidet. Das würde ich euch empfehlen. Also Rollschneider die geraden Seiten und dann mit einer spitzen, scharfen Schere. Hoffentlich habt ihr einen. Wenn nicht, kauft euch einen. Ich habe mir früher auch mal die günstigen gekauft. Und jetzt habe ich eine ein bisschen teure, aber die hält super. Eine Vorschau und auch immer Umfragen oder je nachdem, was ich gerade so treibe, bekommt ihr immer die neuesten Infos auf Instagram. Es geht einfach schneller da, was hochzuladen. Und ja, bleibt's aktuell, folgt's mir, ich würde mich freuen. Jetzt habt ihr zwei seitenverkehrte Teile vom vorderen Teil und sowie vom hinteren Teil. Wir machen jetzt die Abnäher. Dazu die drei vorgefertigten Punkte einfach durchstecken mit so einer Stecknadel, drei Punkte ziehen und diese verbinden. Ihr seid hier auf der linken Seite, das ist die Rückseite, das ist die nicht so schöne Seite. Wichtig ist das, weil da wird nämlich drauf genäht. Am besten trotzdem mit einem Trickmarker arbeiten, der verschwindet nämlich wieder. Nicht, dass ihr da durchdrückt mit einem Filzer und dann schaut es auf der anderen Seite raus und es wäre nicht so schön. Also so ein Trickmarker, die sind eigentlich recht kostengünstig und der hält auch euch ganz lange. Ich habe den jetzt schon ein Jahr. Also die von Prim, ich finde die ganz gut. Selbst wenn die bisschen die Spitze ein bisschen dicker haben, also ich komme sehr gut damit zurecht.
beim Vorderteil, das sieht man daran, dass der so ein Auge und so ein Näschen hat. Daran erkennt ihr das Vorderteil. Das ist das Dreier. Da müsst ihr auch die Abnäher machen. Die markiert ihr. Wir nähen 4 Abnäher jetzt ab. Also wir haben 4 Stücke, 4-mal unten die Abnäher abnähen. Was ihr nicht macht, sind die Füße. Also da seht ihr auch nochmal so einen kleinen Zacken, der bleibt offen, den nähen wir nicht ab. Hier auch nochmal die Beschreibung, da seht ihr unten die Abnäher, die Füßchen nicht nähen, den hier, der wird genäht. Das müsst ihr aber auf jeden einzeln natürlich machen, ne? Also nicht 2 zusammen, sondern einzeln. Der obere Punkt, der bindet das Dreieck, also ihr schaut jetzt, dass ihr auf der linken Seite seid. Hier haben wir den Strich gemacht, da nähen wir dann entlang. Oben ist dann die Spitze, unser Punkt. Und dann näht ihr einfach mit einem Geradstich einmal entlang. Dieser Kuschelstoff lässt sich sehr gut nähen. Braucht auch nicht, dass ihr da nochmal hinten was drauflegt, dass euch der Stoff irgendwie unten in die Maschine einkribbelt. Nichts, der geht so wunderbar zu nähen. Also Kuschelstoff ist einer der besten Stoffe. Ich nähe das sehr gern drauf, wie jetzt auch auf Kork oder wegen. Ich nähe einfach gern mit dickeren Stoffen, weil mir da doch nichts hinten nice shoppt. Das hattet ihr bestimmt auch schon mal. Aber das könntet ihr mit einem kleinen Filzstück hinten vermeiden, wenn ihr hinten ein Stück Filz hinlegt. Das müssen wir hier nicht machen. Und dann nähe ich einmal hier ab. Das mache ich auf der linken Seite. Ist es eigentlich egal, welchen Strich, weil der muss ja identisch sein. Ich verriegel vorne und hinten, also ich nähe vor und zurück und dann sieht es so auf der schönen Seite aus. Hier sind die Abnäher. Wir hatten das ja doppelt gelegt und deswegen haben wir den ja zweimal. Und hier nähen wir hier die Seiten zusammen, rechts auf rechts liegen. Das heißt, die schönen Seiten, die treffen sich, die liegen innen und wir nähen auf der linken Seite hier verriegeln. Einmal runter, ganz runter und unten am Bobbers, da endet es. Sieht man auch hier, das ist die Nummer 3 und die Abnäher. Falls das euch nicht passen soll, dann habt ihr halt das 3 und 4 gemixt. Das dürft ihr natürlich nicht machen. Es muss die Nummer 3 sein, die muss zusammengenäht werden und die Nummer 4 muss jeweils zusammengenäht werden. Die Abnäher sind hier gegenüberliegend und man braucht auch nicht diese kleinen Dreiecke, die ihr vorher gesehen habt, innerhalb der Nahtzugabe einschneiden, weil ihr habt so viele Ecken, da kann man eigentlich gut die Passform aufeinanderlegen. Wenn natürlich das jemand machen möchte, kann man das natürlich machen. Ich nähe jetzt hier mit einem Geradstich entlang. Wenn ihr beim Hals angekommen seid, dann am besten das Nähfüßchen heben. Nochmal genau schauen, dass ihr den Abstand richtig habt, aber das verzeiht auch ein bisschen was. Und dann nochmal neu ausrichten und dann geht es schon weiter. Dieser Kuschelstoff lässt sich nicht dehnen, aber nur ein bisschen. Und ihr solltet schauen, dass diese Ecken, seht ihr, die rechts hier sind, die sollten ganz aufeinander liegen. Sollte das nicht der Fall sein bei euch, dann einfach unten oder oben, je nachdem, ein bisschen ziehen, dass das genau aufeinander liegt. Euer Teddy soll ja wunderschön werden und also ich habe sehr viel Freude gehabt, trotzdem den zu nähen. Es war ein schönes Projekt, finde ich. Hat Spaß gemacht und jeder freut sich über den Teddy. Ich meine, mein Teddy ist schon geschnappt worden vom Großen und der Kleine hat gesagt, wo ist mein grüner Teddy? Und ich so, ja, Mama ist in Arbeit. Also ist wirklich schön. Die Abnäher sehen ganz, ganz toll aus hier. Ich kann den wirklich empfehlen. Ich hatte schon viele Kuschelstoffe, verschiedene und der franzt halt auch nicht so aus. Ne? Also bei dem anderen, der macht schon mal ein bisschen so eine kleine Sauerei. Wir machen jetzt das gleiche bei der Nummer 4. Das ist die Rückseite des Bärchens. Da geht es eigentlich fast genauso, bis auf einen kleinen Unterschied, dass wir hinten eine Wendeöffnung lassen. Das heißt, diese Wendeöffnung darf nicht zugenäht werden. Ich zeige es euch auch gerne nochmal an der Beschreibung hier. Also vorne der Fuß bleibt auch offen. Unten haben wir den Abnäher genäht und hier nähen wir entlang, lassen das offen und nähen hier nochmal ab. Unten, das haben wir ja schon gemacht, diese Abnäher und das Füßchen bleibt auch offen. Thank you.
Der Hersteller des Schnittmusters hat empfohlen, vorher diese Augen dran zu machen. Hier sieht man auch nochmal richtig schön nochmal das Hinterteil und das Vorderteil, dass sie es ja auf die Vorderseite tut. Also das gleich mal weg. Und wie gesagt, er hat es empfohlen, vorher dran zu machen, bevor man es annäht. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie sieht denn dieser Bär hier aus. Ich habe mir letztes Mal, habe ich euch das gezeigt, von der Putinette-Bestellung. Da habe ich mir ja 4 verschiedene Größen gekauft, weil ja nicht draufsteht, welche Größe man braucht. Ja, und was schaut dann gut aus? Dann nochmal einen riesigen Pack, der war günstig. Die sind nicht so kreativ, aber ich dachte mir, ja, so klein zurück taugt's. Ich bin nicht so die Stickmeisterin. Wird man dann später gleich sehen, aber ich finde, ich habe es trotzdem gut hingekriegt. Und mein Teddybär, finde ich, ist auch sympathisch und lieb. Und die auf dem Bild schaut so, die schaut ein bisschen mürrisch, finde ich einfach. Das liegt daran, dass die Mundwinkel nicht so nach oben gezogen worden sind. Also das ist ganz wichtig, wie ihr das, diesen Mundwinkel macht, ob dann euer Bärchen eher traurig oder eher lieb ausschaut. Ich wollte halt eher so einen lieben, verschmitzten, so ein bisschen seitlich gucken. Und ich denke, ich habe es ganz gut hingekriegt. Ich zeichne das auch alles mit dem Trickmarker vor. Der verschwindet ja dann auch wieder. Aber ihr könntet es auch übersticken, also solltet ihr keinen haben, könntet ihr da auch mit dem Bleistift rangehen, weil diese Augen, wenn ihr das dann reindrückt, ich nehme das jetzt auch hier zur Hälfte, schüttel das dann auch und dann übertrage ich das genau auf die andere Seite. Dann seid ihr dann nämlich genau gleich mit dem Pünktchen. Das ist nämlich ganz praktisch. Dann habt ihr nämlich genau identisch diese 2 Seiten. Könntet ihr natürlich auch ein bisschen schief machen, wenn ihr wollt, dass der Teddybär so ein bisschen... Aber ich glaube, der wird immer süß, egal welcher Teddybär. Wenn ihr den selber macht und dann seid ihr stolz drauf, dass ihr das geschafft habt. Das war mein erster Teddybär und ich mag ihn total gern. Ich hätte ihn auch jetzt selber gern behalten, aber mein Sohn hat sich den jetzt schon geschnappt und der liegt jetzt schon im Bett. Einfach jetzt schnell nochmal vorzeichnen, so in etwa, wie ihr das haben möchtet. Das erleichtert euch dann auch das Sticken. Ich habe jetzt die verschiedenen einfach mal dran. Das sind auch schöne schwarz und innen drin ist so leicht bräunlich. Nee, oder andersrum. Schwarz innen drin, außenrum braun. Man könnte aber auch günstige klar nehmen. Ich würde jetzt keine zum Aufkleben nehmen. Ich habe jetzt auch die 12er genommen. Wie gesagt, ich schreibe euch alles unten in die Infobox. Falls euch die Infobox nicht angezeigt wird, einfach rechts dieses Dreieck drücken und dann öffnet sich dann unten dieser ganze Block und steht dann immer alles drinnen, wenn ich Materialien verwende. Ihr könnt natürlich eure eigenen Sachen verwenden und wo ihr da auch gute Erfahrungen damit gemacht habt. Ich habe auch schon mal günstige, zum Beispiel hier beim Percy, die sind nur aufgeklebt. Das ist jetzt auch nicht für Kinder. Das ist jetzt für mich. Es war eigentlich Deko gedacht für Herbst, aber der bleibt bei mir. Da stecke ich immer alle Nadeln rein. Die Aktion läuft ja noch bis 21.01. Da könnt ihr mir euren Percy auch schicken. Da gibt es ein super schönes Paket. Die Nase ist jetzt auch richtig niedlich. Seht ihr hier nochmal? Da schaut er richtig grimmig. So quasi so wie beim Gericht. Dok, dok. Nee, also ich wollte die ein bisschen nach oben machen. Hier einfach nach oben ziehen. Und wäre es auch doppelt legen. An sich ist es echt eine schöne Sache. Sticken, wie gesagt, hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, aber es in dem Projekt ist echt viel dabei. Da habt ihr schneiden, nähen, dann habt ihr stopfen, dann nochmal zunähen mit der Hand und nochmal sticken, falls ihr keine Stickdai habt. Also ich hätte zwar schon eine gehabt, hier könnte man auch noch einen Mund machen. Ja, ich nehme es jetzt einfach doppelt und steche hier nochmal ein. Ihr müsst auch immer den Finger ein bisschen so reinstecken, weil jetzt sieht man es richtig schön. Das passt auch richtig süß, dass der 2 Schnütchen da links und rechts hat, weil wenn ich es noch mit Wolle ausstopfe, dann sieht es noch schöner aus. Da sieht da rechts echt süß aus. Schnapp, dass ich es nicht sage an die kleine Kinderhand. Mami merkt es nicht, dass da was weggeht. Ja. Falls jemand noch so Garn braucht, der kann gerne in die Kommentare noch schreiben. Der Erste, wo schreibt, der kriegt ein kleines Paket. Da habe ich so viel, da kann ich auch was hergeben. Am besten vorher mal durchstecken, auch ganz leichter mal mit der Schere, aber nicht zu doll einschneiden. Das ist so groß jetzt auch hinten das und es hält so gut. Das ist auch ganz gut mit Plastik. Und jetzt seht ihr schon richtig hier die süße Nase und das hält wirklich Bombe. Ihr habt das, glaube ich, letztes Mal auch gesehen. Ich habe das nicht mehr, das kriegt man nicht mehr runter. Also das hält bombenfest. Das ist richtig Kindersicherung. Zum Vergleich, ich zeige euch mal hier, das sind so die günstigen. Da habe ich auch noch welche, die sind so mit einem Gummi. Das hält auch ganz gut. Von innen kommt man nicht dran, aber es ist kein Unterschied mit den Teilen. Also sollte das irgendwie zu Kleinkinder kommen, ich würde aber für Kleinkinder eigentlich immer sticken. Aber das sind Sicherheitsaugen, die sind auch sehr super. So, jetzt haben wir den schönen jetzt genäht und jetzt haben wir eine Vorderseite und wir haben eine Rückseite und die trifft sich und die knuddelt miteinander. Also die schönen Seiten liegen innen. Die Abnäher seht ihr unten. Da habt ihr 4 Stück genäht und jetzt werden wir hier einmal rumnähen.
Wichtig ist, dass ihr die Abnäher hier nicht zunäht. Also hier einmal verriegeln, dann wieder hier anfangen und wieder nähen. Ich zeige es euch dann auch nochmal, wie es auf der Anleitung drauf ist. Da steht es genauso drauf. Also hier anfangen, einmal rum, schwuppdi, 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 wupp. Aufhören, verriegeln, wieder anfangen und nochmal einmal zu Ende nähen. Das hier machen wir dann am Schluss. Wobei, hallo Percy, das würde ich auch ein bisschen runter nähen, also nicht so, wie es in der Anleitung stand. Jetzt, wenn ich den zweiten nähen darf, nähen muss. Also schön Seiten treffen sich und da bitte alles schön abstecken, beziehungsweise setzt euch die Nadeln vielleicht oben an. Also ich habe auch oben am Kopf angefangen und nicht am Fuß, weil mir war der Kopf eigentlich das Wichtigste. Ich dachte mir, beim Fuß unten kann ich immer noch schauen, falls da irgendwie ein Abstand ist, aber es ist wirklich, hat gut gehalten. Hier ist der Percy out of needles. Dann nehme ich dann diese Klammern. Also ich habe immer beides. Hier könnt ihr die Nadeln oder die Klammern nehmen. Aber ihr müsst gar nicht zu viel klammern, weil man legt das drauf und man näht es eigentlich so schön. Und dadurch, dass sich das nicht stretcht, wenn ihr jetzt ein Jersey hättet oder was anders, könnt ihr natürlich auch nehmen, wäre das schwieriger zu nähen. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr da nähen sollt, legt es einfach mal drunter und schaut mal, wie die Nadel ist. Das ist jetzt hier bei mir auf Mittelstellung. Das heißt, ich orientiere mich jetzt auch so. Einfach als Tipp nochmal. Ja, und dann geht's schon los. Dann dürft ihr nähen. Wie gesagt, wenn irgendwas mal nicht passen sollte, ihr könnt ganz leicht eben das ziehen und dann drauflegen sanft. Das klappt eigentlich super. Und dann nehmen wir einmal rum. Ich fange jetzt hier auch im Kopf an, wie gesagt, weil ich finde, dass der Kopf der wichtigste Part ist beim Teddy. Und wer sich schwer tut, kann natürlich auch mit einem Trickmarker hier die Linie schon mal vorzeichnen. Es ist auch so, dass du da eigentlich nur in etwa, also man kann jetzt auch ganz fein penibel jetzt das abmessen, aber wer das so ein bisschen im Auge hat, der kriegt eine schöne Form da auch hin. Da manchmal tut man sich da als Anfänger leichter, wenn man das vorzeichnet mit einem Trickmarke. Der ist jetzt auch auf der linken Seite, das stört auch keinen, würde aber verschwinden und scheint auch nicht durch. Ich erinnere das vorher an so einen Schlafanzug von meinen Kindern, so die erste Größe, so Größe 68, würde ich sagen. Hier nochmal drauf aufpassen, dass ihr wirklich beide Seiten genäht habt, falls hier irgendwo ein Löchlein ist. Das kann schon mal vorkommen. Dann näht einfach nochmal drüber. Die letzte Naht ist die, die entscheidend ist. Und ein bisschen so Niki-ähnliches wegen des Stoff. Hier ist noch offen. Hier auseinanderziehen und einmal rumnähen. Also auch ein bisschen bitte rund nähen. Ich habe es ein bisschen gerade genäht, aber ich finde, wenn es so ein bisschen rund ist, ist es besser. Das wird nicht so richtig in der Beschreibung angezeigt. Näht es da bitte rund und nicht gerade. Ich habe ein bisschen gerade genäht. Ich bin dann normal nach Anleitung gegangen. Den zweiten nähe ich rund. Ganz, ganz wichtig, hier die Ecken einschneiden. Also alles, was ihr ein bisschen so als Ecken habt, dann nehmt ihr bitte diesmal nicht die Zickzackschere, sondern die Schere. Das ist einfach hier wegen dem Einschneiden her, da tut sich die Zickzackschere ein bisschen schwer. Also alle Ecken hier einfach ein bisschen einschneiden. Jetzt habe ich hier schon das Öhrchen, ich habe schon ein bisschen gestopft von hinten. Und ich werde jetzt die Ohren noch abnähen. Auf dem Bild habe ich gesehen, es stand zwar nicht in der Beschreibung drin, die haben alles abgenäht. Die haben die Ohren abgenäht, auch die Hände und die Beine. Das könnte man machen. Ich fand jetzt die Ohren am besten. Ich bin auch hier auf linker Stellung. Ich wollte es eigentlich erst in Mittelstellung machen. Sah aber dann auch total schön aus mit linker Stellung. Weil es nicht so gerade rund war, sondern weil so die Bäckchen waren nach oben. Ich meine, das seht ihr dann selbst, wie es ausschaut. Aber das gibt nochmal Form. Also das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Also ein bisschen Watte reinstopfen und dann nähen. Das macht natürlich auf beiden Seiten. Und nicht so viel Watte. Und unten auch noch keine Watte. Könnt ihr dann später nochmal nachstopfen, dass es passt. Also den Stoff kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal. Der sieht total süß aus. Ich mag den Kern. Und wenn jemand sagt, nee, er kann mit den Videos nichts anfangen, es gibt immer mal wieder ein, ja, eine freudige Nachricht. Dann kommt ein Baby oder jemand, dem ihr es schenken könnt. Und ich hätte ihn jetzt auch behalten und hingestellt. Das ist ein richtig schöner Stoff. Ist fast so Stoff. Ich muss mal schauen, in welchen Farben das noch gibt. Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Farbe. Die suche ich euch auch raus. Und ja, ich finde auch die Augen perfekt. Ihr könntet aber auch alte Knöpfe dann nehmen, falls ihr das nicht habt. Was ich noch gemacht habe, was nicht in der Anleitung steht, Nina-Tipp, dass ich die Hände noch abnähe. So hat es immer die Schwester von meiner Oma gemacht.
Und die hat auch immer viel genäht und die hat immer Puppen genäht und die hat das immer so gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz süß, einfach 2 Gradstiche und dann gibt es so eine Hand und ich finde es total niedlich. Also man könnte da auch nochmal so Clips machen oder dass die Hände zusammengehen oder auch Klettband. Aber wenn es für Kleine ist, würde ich das jetzt nicht empfehlen, dann lass das lieber so. Der ist so knuffig. Ich habe sogar ein bisschen nach rechts, seht ihr das da oben, den Mundwinkel, aber ich finde, es schaut eigentlich sympathisch aus, also muss nicht immer alles gerade sein. Ich muss sagen, ich empfehle dieses Schnittmuster. Ich dachte am Anfang, die werden ganz schön groß, aber ich finde den perfekt zum Knuddeln. Also wenn ihr könnt auch dieses Schnittmuster anpassen, wie gesagt, macht halt ein bisschen die Öhrchen vielleicht größer bei diesem Hund oder die Katze, da kannst du auch verschiedene Stoffreste nehmen oder auch noch so einen Wollstoff. Einfach knuffig. Ich brauche noch einen Namen dafür. Vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht nehme ich mir auch noch mal ein. Also ich finde ihn sehr süß. Er ist individuell und tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart.